So Leute, da wären wir. Es geht auf zum vorerst letzten Königsgrab, wie gesagt. Wir sind hier im Südosten, naja, mehr oder weniger, auf jeden Fall südlich des Berges hier. Hier ist ein Parkplatz, nämlich der Trümmerhain. Wie ihr seht, ich war hier schon mal, ich habe das mal aufgedeckt, nämlich den Küstenmarkturm. Hier gibt es auch eine Sidequest mit dem Dino. Falls ihr ihn kennt, das ist ja der eine Typ, der immer ein paar Mineralien haben will. Ziemlich nervige Seite, auch eine lustige. Kein Fun Fact, das hier ist der letzte Auftrag von ihm. Man muss da einen Stein finden, indem man die Ruine da betritt, die da hinten ist. Ich zeige euch mal kurz mal. Ja, hier sind wir. Trümmerhain. Ja. Wer immer es gebaut hat, es ist schon sehr lange verlassen. Und es sind auch ein paar Gegner in der Umgebung, nur ein paar Schlangen. Ja, das sagst du immer. Prompt wieder auf die Fresse hauen? Bin voll dabei. Hier rennen wir mal schnell aus dem Weg. Das übernehmt ihr besser. Okay. Bin dabei. Das war Kombo Nummer 1. Und Nummer 2. Das geht relativ schnell. Ja, die Krieger können ja nichts. Sind doch nur 100 Füßer. So. Aber ich habe Claudio einen Befehl beigebracht. Werde ich euch auch noch zeigen. Es ist nicht so als der beste Befehl für Offensive, aber für Defensive sehr gut zu gebrauchen. So, das hier ist der Küstenmarkturm. Eine Ruine, wie gesagt. Sieht ein bisschen aus wie ein Kolosseum, wenn ihr mich fragt. Ein bisschen zumindest, ne? Oder wie ein Amphitheater, wenn ihr so wollt. So, das Problem ist, wir kommen hier nicht weiter. Also, der Dino sein Auftrag ist, wie man sieht, hier links unter mir. Wir kommen da nicht hin. Ja, dann frage ich, wie soll das gehen? Also, hier ist nichts mehr, ne? Da ist so. Irgendwie so ein kleiner Schlitz, aber das war's auch schon. Ne? Kann man sagen, vielleicht hier links unten oder weiter hinten. Aber wenn wir auf der Karte sehen, das ist hier hinten. Da kommen wir, wie gesagt, nicht lang. Also hier ist Ende im Gelände. Obwohl, hier liegt was. Oh. Ein Chromstück. Nehme ich gerne mit. So. Was ist die Lösung? Das Spiel sagt es, weiß ich nicht, soweit ich weiß. Also. Markt, du hast den Knopf ja immer noch nicht angenäht. Habe ich total vergessen. Lass die Knöpfe mal Knöpfe so, sein. Erst machen, gibst du mir die Jacke. Verstanden? Ja, Mama. Ja, Mama. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, hat keiner die Lösung hier im Spiel. Und ja, komplett Lösung nachschauen ist auch langweilig. Ne, also selber rausfinden. Tja, wie könnte man das lösen? Wie könnte man diesen Dungeon hier betreten? Es ist eigentlich relativ einfach, wenn man es weiß. Wenn man es weiß. Oder wird doch extrem viel ausprobieren. Die Lösung ist einfach, man muss warten auf eine bestimmte Uhrzeit. Das ist so gemein. Es muss jetzt nicht wirklich eine Minutenzeit sein, da rechts oben. Es muss nachts sein, also zwischen 21 Uhr nachts und 5 Uhr in der Früh. Dann kann man diesen Dungeon betreten. So, die Frage ist jetzt, wo finde ich schnell einen Ort, wo ich die Zeit vorspringen kann. Am besten wäre so ein Hain, wo ich zelten kann. Aber wie man sieht, hier in der Nähe ist nichts. Ich glaube, ich werde mal Oskel mal hier mal angeln. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und was über mir? Ah, die Freunde mal wieder. Ja, die nerven auch schon Ewigkeiten. So, zum perfekten Zeitpunkt wieder rüber zurückgekehrt vom Angeln. Aber ich muss euch schon sagen, die Fische, die man hier angeln kann, die sind hier easy peasy, kein Problem. Aber auch nicht wirklich gut zum Angeln leveln. Einfach weil die so einfach zu angeln sind. Also wenn man angeln leveln will, hier ist nicht der beste Platz. Hier kriegt man mehr Items für das Synthetisieren von Magien. So, hier in der Nacht, wie man sieht, der Turm sieht hier ein bisschen anders aus. Der hat so einen roten Anstrich jetzt gekriegt. Ziemlich cool irgendwie, finde ich. So, dann schauen wir mal hier rein, was jetzt anders ist.
Der Küstenmarkturm. Eigentlich sollte man den erst später betreten. Ich glaube, der war Level 50, ne? Ah, 55, sagt der hier. Mal schauen, wie schief das geht mit Level 46. Wird werden angenommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es war schon ziemlich heftig da drin. Also deiner sein Auftrag will ich schon machen. Seht mal, da vorne, da Ja. leuchtet irgendwas. Da ist jetzt offen. So, jetzt frage ich mich aber, gab es hier auch einen Weg? Ich glaube nicht. Ne, ich schaue nur mal schnell. Nein. Gut. Dann schneiden wir mal rein die gute Stube und könnt ihr das da unten mal bitte weggehen? Danke. Ich muss manchmal meine Maus bewegen, dann ist das weg. So. Das ist nur in der Nacht hier so offen. Also ihr könnt das nur in der Es Nacht hier gibt also betreten. doch einen Eingang. Die Ja. Steine haben eine Treppe geformt. Nett von Ihnen. Er scheint einfach nur ein bisschen lichtscheu zu sein. Was wohl die Energiequelle ist? Also hier sowas wieder mal auf dem Boden. Habe ich schon öfter gesehen. Das hat wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten. Aber ich kann euch schon sagen, Oh Mann, wir mir werden die schlottern die holen. Knie. Die Können wir Waffe. bitte umkehren? Nee. Na, immer dasselbe. Sollen wir Händchen halten? Sollen wir Händchen halten? Könnte vielleicht helfen. Eventuell. So. Und ich mich, wie gesagt, hier unten, das war ganz schön nervig und schwierig. Da habe ich auch vorher was gegessen, auch wenn es schon mal aufgelöst ist. Und. Ah, Hallöchen hier. Gelatinen! War da was? Uns echt ganz schön schuften. Ja, Dinos in Auftrag. Ist ja Weiter geht's. Jo. ausgewählt. Es ist unter mir. Okay, hier ist der Stein nicht. Das ist nur Nebensache. Ich will nur die Dann könnte es das hier Königswaffe. wohl sein. Zu Sehr sehen. alt. Die Substanz wirkt im Grunde genommen wie neu. Aber bei genauem Hinsehen atmen die Steine förmlich Geschichte auf. Ja, sehr viel Geschichte. Ah, ja, wie man sieht, hier ist viel los. Wow, ihr haut rein. Aber das kann ich ja auch. Ah, das sind Elektrogegner. Die mögen Elektrizität. Na dann, weg mit euch. Erstmal ein Foto machen. Einfach weil. So, ich muss mal kurz heilen. Aber wie gesagt, das ist hier nicht ohne. Wir sind noch im Eingang, da geht's noch so, ouch, halbwegs, aber je weiter wir jetzt gehen, desto schlimmer wird das. Ah, du, diesmal nicht. Ah, das ist so ein Gegner. Den kennen wir aus der Mine. Yojimbo heißt er aber hier. Auf Level 54. Holle Waldfee. Ja, Claudio, Schild des Königs. Er schildert mal und wir können dann angreifen. Ist ziemlich nett. Aber zuerst die kleinen Gegner weg. Ja, der Yojimbo, der ist stark. Ignis hat sich mal erledigt. Ich hätte Phoenix für den kaufen sollen. Das wird sich sicher rächen. Ja, da kriegt mal eine. Sehr schön, gönn dir. Das glaube ich dir. Also so nicht geplant war. Es wird sowas von schief gehen. Es wird so richtig schief gehen. So richtig. Und zwar für die Gegner. Hau sie nieder. Schade, dass die ganze Ruine da sich zerstört. Ich meine, seht euch das mal an. Das war ein riesen Tornado. Hey, warum machen wir das nicht einfach jedes Mal? Du hast leicht reden. Das schlaucht ganz schön. Oh, wusste ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das schlaucht. Soll ich ein Super-Elixier einsetzen? Nee, ein Elixier für Prompto. Ein Super-Elixier ist mir gerade zu teuer.
So. Und ja, wie gesagt, das war erst der Anfang. Wir sehen das am Anfang, also könnt ihr schon mal auf was einiges hier gefasst machen. Unter anderem neue Gegner. Wie heißen die? Ereskinal. Okay. Wupsi! Die absorbieren keinen Elektro, aber auch nicht gerade die beste Magie hier. Sollte vielleicht Magie wechseln. Ah. Kaleo, schild mich mal. Dankeschön. Wupsi! Hier geht's rund um B. Hat jemand einen Gegner bestellt? Hier sind sie! Erstmal wieder ein Foto machen. Das ist bald nebenbei auf Maximum, das heißt, ich kann wieder was Ordentliches nehmen für Traumtor. Yay! Autsch, da hat er mich hingelegt, der Gute. Du, kannst du bitte... ich... schlaflegen? Dankeschön. Puh. Kinderleicht, sagt er. Wir reden später drüber weiter. So, hier geht's weiter runter. Oder war es auf der anderen Seite? Irgendwo geht nichts runter. Denn bei mir gefällt die Musik hier. Ah, da liegt was. Vielleicht ein Schatz. Lasst uns nachsehen. Ja, und man kann hier an der Seite entlang gehen. Ganz vorsichtig. Bitte nicht runterfallen. Diesen Schatz will ich natürlich haben. Ob das hält? Pass lieber auf, Nord. Ah, wird schon passen. So, dann, was haben wir hier Schönes? Diebes-Enzyklopädie. Das ist mal was ganz anderes. Haben wir auch noch gar nicht gesehen. Kann nur von Noctis angelegt werden. Reduziert den MP-Verbrauch beim Ausweichen erheblich. Das ist ziemlich gut. Weil man viel ausweichen will. Und wo habe ich das hier? Keine Ahnung, wo ich das her habe. Ich glaube, das habe ich noch einen anderen Auftrag bekommen. Ein Pendel erhöht die Willenskraft, will sagen, Magieverteidigung. Gar nicht mal so schlecht. Ich lasse mal den Runenring. Ich will meine Freunde nicht mit Magie zupflastern. Apropos. Ja. Bitte ein Magie hier rein. Am besten etwas, was kein Blitz ist. Hat gesehen, hier sind ein paar Blitzgegner. Die mögen Blitz. Machen wir, oder? Klar. Echt? Seid ihr sicher? Ja. Ganz in Ruhe. Ja, wir machen das ganz vorsichtig. Heuiuiui, ich frage mich nicht, wie man... Ah, du schon wieder. Wie man da hochkommt und ich habe was für dich. Nennt sich Königswaffe. Die mir ordentlich Aua macht. Na du? Du willst Stress? Kannst du haben. Das hat erstmal Claudio zugehauen. Muss aber aufpassen auf meine Phönixfedern, also ich gehe damit sehr sparsam um. Ganz ruhig, mein Guter. Ich sagte ganz ruhig. Den Blocken ist nicht schwierig, aber puh, der haut rein, wenn man nicht blockt. Ja, kurz mal Heilung. Ja, gut, der Claudio liegt mal, aber lass mal liegen. Wow. Autsch. Da hat er mich immer erwischt. Ja, Außenverordnung. Ja. So. Verzieh dich. Na klar, der hat diesmal keinen Erfahrungspunkt bekommen, weil er K.O. war. Ja, das wird hier noch öfter passieren. Jetzt hat mir gerade Elixier reingepfiffen, obwohl ich gar nicht gebraucht habe. Hoppla. Das wird sich sicher nicht rächen. So, hier ist eine Tür. Die machen wir gleich auf. Ja, das ist ja auch irgendwo unten. Was der gute Dino braucht. Aber wir sind ja nicht nur wegen Dino hier. Und hier geht's weiter runter. Das schauen wir gleich mal. Zuerst die Tür, würde ich sagen. Türchen, was ist hinter dir? Das sehen wir jetzt gleich hier.
Das hat sich ja fast schon gut gereimt. Oh, ein Item. Ah. Mit ein paar Gegnern. Nur mit einem. Du wärst von Tode geschlitzt. Ach, dein Freund. Ja, mit Limit sind die Kinder leicht. Mit Limit aber. Sonst dauert es ein bisschen. Was haben wir denn hier Schönes? Leitfaden des Hofmarschalls. Also jetzt kriegen wir sehr interessante Items. Die sehr interessante Namen haben. Kann er von Ignis angelegt werden? Verwendet automatisch einen Supertrank, wenn die LP des gesteuerten Charakters unter 50% fallen. Das ist richtig gut. Kostet zwar vielleicht einen Heiden Supertränke, aber das ist richtig gut. Hey, will haben und behalten. Das heißt, wenn ich jetzt Noctis steuere und ich unter meiner Hälfte meiner HP habe, heilt Ignis mich, solange ich Supertränke im Inventar habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ignis selber steuern würde, glaube ich, würde das nicht funktionieren. Und ja, das geht. Man muss das in den Fertigkeiten freischalten, dass man die anderen steuern kann. Kostet aber einen Haufen Fertigkeitspunkte. Mit einem Haufen meine ich, einen großen Haufen. Ich glaube 300 oder so. Ich guck mal. Das war... Ich glaube unter Kommandos ganz hinten immer. Das ist es nicht. Ah ja, hier zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Ermöglicht den Kampf die Steuerung von Klar und... Oh, es kostet nur 20. Ich dachte, das wäre teurer. Na, jeder hat ein bisschen... andere Sachen. Ist ziemlich cool. Und ich hau mal hier den Zahnzack rein. Füllt den Kommandobanken auf, wenn Noctis Schaden erleidigt. Will haben. Bitteschön, dankeschön. Und hier erhöht die Füllgeschwindigkeit des Kommandobalkens. Es kostet ja nur 333 FP. Also langsam werden die Fertigkeitspunkte sehr teuer. Ah, mal was Neues. Wie heißt der? Busemant? Busemant. Das sind mehrere. Ich hab was für euch! Ich hoffe, ihr mögt's kalt. Auch schon weg. Schön eingefroren. Eingefrorene Gegner. Kalt und nicht genießbar. So, hier ist noch was. Eine Gelenkmünze. Das ist zum Verkaufen da. Und für nichts anderes. Eventuell Erhöhen der Magie. Nein, fusionieren, aber ansonsten. So, und jetzt sind wir im richtigen Stockwerk für das Item, was der gute Dino braucht. Gucken wir mal, ob ich es finde. Wie lautet der Plan? Angreifen. Ja, wie der Plan lautet, angreifen und Gegner töten. Na ihr, nervigen kleinen Gegner. Autsch. Uiuiuiui. Es hört hier nicht so schnell auf. Nein, nein. Oh, wenn man so viel Schaden macht, macht Spaß. So. Zerzieh ich, Gegner. Tschüss dich. So, bei diesen Suchgegenständen heißt es immer, schauen, wo könnte das liegen. Und das ist genau... hier. Leicht zu übersehen, wenn ich super, weiß, wo es ist. Zu Dino gehen. Ja, das machen wir aber nachher, lieber Prompto. Jetzt wollen wir das eher das durchschauen. Ja, hier. Erforschung des Küstenmarksturm. Gibt 15.000 Erfahrungspunkte, wenn ich es abschließe. Wow. Das ist ordentlich. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, man muss hier in die Mitte ganz weit runter. Und wie tief ist es hier? Da steht ich hier glaube leider nicht. Nicht, dass da was ist. Lasst uns weitergehen. Achso, du, klar, du meinte hier. Ich dachte jetzt gerade, wovon redest und. Oh, Moment. Claudio, bist du sicher, dass hier nichts ist? Das sieht so. verdächtig aus. Schau an, schau an. Ach. Und ich habe jetzt keine Magie dabei. Ne? Bei den Gegnern wäre jetzt Magie ziemlich gut.
Moment, ich müsste ein bisschen das zum Fusionieren haben. Ja, also auf jeden Fall ist hier Eis sehr gut. Hauen wir mal Gift. Ich hätte lieber die Kettenangriffe schon. Die Kettenangriffe erfordern sehr gute Materialien. Aber die sind auch so richtig gut. Also es zahlt sich aus, so einen Kettenangriff zu machen. In dem Fall eine Zweierkette. Heißt, ich zauber zweimal auf einmal Eis statt einmal. Ziemlich coole Sache. Und es gibt auch noch Dreierketten, Viererketten. Das Maximum ist, glaube ich, eine Fünferkette. Ja, hier, Fünferkette. Ja, die werde ich später vielleicht mal brauchen. Aber machen wir mal hier ein bisschen was anderes. So. Einmal bitte ein Blitzra, ein Eisra und das reicht dann auch schon. So. Ich habe gehört, ihr mögt das kalt. Bitteschön. Werfen bitte. Dankeschön. Ja, die überleben das sogar. Na gut, der Schledine-Gegner hat das fast kaum nichts gemacht. Das heißt, er mag Eis. Die Eisgegner. Böse Eisgegner. Warum sagt das Spiel hier, ich soll blocken? Gute Frage, nächste Frage. Upsi. Jo, alles fein. Ich muss nur diesen Gegner hier loswerden. Gegner stellen uns mal neu auf. Danke. Oh. Hier gibt es noch weitere Gegner, die sind über uns. Hallöchen! Ihr nervigen Gegner. Ich finde cool, dass die Elemente hinterlassen für Magie. In dem Fall Eiselemente, weil sie selber Eis sind. Ja, erstmal Foto machen wieder mal. Foto! Muss mal schauen, welche Stufe das hat. Das Foto machen. So, tschüss Gegner! Und du gehst auch bitte. Autsch. Ohne dass du mich hinhaust, ja? Das wäre nett. Das sagt er nein. Oh. Noch mehr? Hat jemand Gelatin bestellt? Nervige Gegner. Aber ich habe jetzt sehr viel Eis bekommen. Nice. So, bevor ich jetzt hochgehe, ich habe da unten eine Magie zum Ziehen. Die will ich mitnehmen. Da sage ich nicht nein. Nett. Dankeschön. Dann gucken wir mal hier hoch. Wo Kerl ja vorhin gesagt hat, hier ist anscheinend nichts. Wenn er das schon sagt, dann heißt das sicher, da ist irgendwas. Definitiv. Oh, ich krieg hier einen Drehwurm. Hui! Ja, hab gesehen, dass eine Abzeigung ist. Wollten wir schon, ob hier hinten was ist? Nein, schade. Was haben wir hier schön? Wartet. Was haben wir hier denn Schönes? Oh. Hallo ihr nervigen kleinen Gegner. Nicht wirklich. Upsi. Also dafür, wenn die Elektra reinkommt, Entschuldigung, dass es hier ein Level 50er Dungeon ist, sind hier Level 35 Gegner. Okay, bis auf Jojinwo, vielleicht, der ist ein bisschen extremer. Wir haben ein Elixier gefunden und einen Mithrilschaft. Okay. Dass Claudio ein Elixier gefunden hat, oh, das ist richtig nice. Passiert das, wenn Claudio eine bestimmte Stufe hat? Okay, hier ist nichts, sicher? Ja, da ist nichts. Einfach mal gegen die Wand laufen und mal schauen, ob was passiert. Da unten scheint was zu sein. Wollt ihr nachsehen? Nein, kommt nicht. Hier ist da jemand. Wer weiß, was uns da erwartet. Ach, was kann, obwohl da ist was. Da ist was und hier geht's weiter hoch. Ah, hallo ihr. Ah, bei denen setze ich keine Magie ein. Zahlt sich nicht aus. Das sind komische Gegner. Ups. Ja, aber ein hoher Angriff, die Freunde.
Ne? Ich wollte eigentlich keine Magie einsetzen, aber es ist gerade so spaßig. Und so schön kalt. So, ich will ja wissen, was ist das hier? Blub. Ah, hallo. Bomber. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie hoch. Das haben wir ein Problemchen. Und ja, die machen Aua. Sehr viel Aua für alle. Wow, ganz ruhig. So, ihr kriegt ja mal was. Eieieiei. Er ist richtig Party. Also dich nicht, Claudio. Dankeschön. Normal so schön war. Boom! Sei still und erhol dich! Der Angriff ist so cool irgendwie. Kostet nur einen Kommandopunkt auch. Richtig geile Sache. Boing! Sei still und erhol dich! Tu ich, danke! Boing! Okay, was das immer für ein Schatz hier ist, der hier liegt, er wird gut bewacht. Ah, ihr? Hallo, Alfee. Das war viel. Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Da hinten ist gerade was zusammengebrochen. Die Kamera extra dorthin gezielt, damit wir das ja sehen. So, hier gibt es einen Megatrank. Wow. Das ist ja richtig mega. Oh Mann, der war schon schlecht, ey. Aber warum ist hier was zusammengebrochen? Oh. Jemand zu Hause? Ja, hier ist jemand zu Hause. Mehr Gegner! Boing! Und mein Buff ist gleich zu Ende. Schade, Schokolade. Das heißt, ich werde gleich nicht mehr so viel Schaden machen. Also machen wir das Beste draus. Yay! Na, ihr Gegner. Habt ihr Spaß? Ich schon. Oh lala. Ganz ruhig bleiben hier. Upsi. Ja, glaube ich auch. Upsi. Und du verzieh dich. So viele Gegner hier. Es sind wirklich sehr viele Gegner. So, einmal bitte aufmachen. Und ja. Ups! Da bricht nochmals ein. Hört das denn nie auf? Von mir aus kannst du gerne springen. Nein, danke. Schritt für Schritt, Leute. Ja, es geht immer weiter runter, immer weiter runter. Aber ich will erst mal sehen, wo sind wir hier eigentlich gerade? Ich darf den Überblick nicht verlieren. Das kann ja nämlich sehr leicht passieren. Ah, wir sind da vorhin durchgekrochen, beziehungsweise ein Stockwerk drüber, wir sind ein Stockwerk drunter. Es sieht hier ziemlich ähnlich aus, also man kann sich hier schon mal verirren. Also wenn ihr denkt, wo bin ich hier eigentlich? Ja, das kann ich gut verstehen hier.
Ah, und hier geht's noch ein Stockwerk runter, noch tiefer, noch tiefer. Wann ist hier das Ende? Die Antwort darauf ist ja. Und das hier ist also gerade zusammengebrochen ist. Hier ist noch mehr Party. Na ihr? Habt ihr mich schon vermisst? Ja, man merkt sofort, ihr macht weniger Schaden. Meine gesamte Gruppe macht weniger Schaden. Happy! Ganz ruhig hier. Ja, was für euch. Kaboing! Sei still und erhol dich! Ich finde nur schade, dass Kerle da nur einen Text hat bei dem Angriff. Oh, kurze Pause. Ganz vorsichtig. Ah, Nurin braucht noch einen Ball. Eieieiei. Ich hätte mal Kimmel einpacken sollen. Wäre ich verkehrt gewesen. Ich sehe nix. Einmal bitte heilen. Dankeschön. Eieiei. Au. Das hat gepfeffert. Aber in einem anderen Deck, dankeschön. Boing! Erstmal heilen. Na du? Ich find lustig, dass du ein normaler Gegner bist. Ah, ich sehe nichts schon wieder. Die Kamera könnte hier wirklich manchmal besser sein. Hallo? Ich hab was für dich! Ich muss auf den HP aufpassen gerade. Ihr macht ja alle so viel Schaden hier. Hoppi! Wow! Aber er hat nicht gerechnet. Ah, du noch. Erstmal K.O. Braun, den guten Prompto. Er hat's nicht verdient, mein Guter. Ah, bin schon da. Ups. Das Prompto mal erlegt. Also in Ordnung, Prompto. Alles fein. Kriegst ein Elixier rein. Ja, da muss erstmal aufstehen. Dauert ein bisschen. Na, komm. Jetzt. Das hat jetzt gerade ein bisschen gedauert. So.